Ausstellung der Plain Siegen mit Yannick. Und genau. Yannick, oh, direkt schon Fehlstart. Was war deine Aufgabe auf der Plain Siegen? Was hast du gemacht? Ich habe ich war Teil eines Masterprogramms unseres Studiengangs Medienkultur Master der Universität Siegen. Und ich habe mich vor allem hier um die Ausstellung gekümmert, in der wir uns im Moment noch befinden. Also die Ausstellung hieß Evolution des Spielens. Und wir haben so in drei Abschnitten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Spielens beleuchtet. Okay. Was waren so die Unterschiede, die in den drei Stationen Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart aufgefallen sind? Was hat sich verändert? Also in der Vergangenheit ist mir aufgefallen, dass wir besonders in der bis so in die frühe Nachkriegszeit besonders Spielzeuge mit gefundenem Material einfach hergestellt wurden. Also im Wald zum Beispiel haben Leute sich einfach aus Stöcken etwas gebastelt oder so und haben damit halt gespielt. Und vor allem haben sie in erster Linie, jetzt bin ich klein geworden, draußen gespielt, statt in den Kinderzimmern zu sein. Und in der Vergangenheit, das geht halt auch noch bis bei uns hier in der Ausstellung, bis in die 90er Jahre, ich habe gewonnen, und in den 90ern ist es zum Beispiel viel eher so, dass wir dann mit Actionfiguren gespielt haben und eher so industriell produzierte Spielzeuge mit denen gespielt haben. Gut, und dann in der Gegenwart und in der weiteren, als es dann geschichtlich weiterging, kamen dann irgendwann so Videospiele einfach dazu, die es halt dann früher noch nicht gab. Genau, und die Zukunft ist halt noch nicht geschrieben. Wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht virtuelle Realitäten, wer weiß. Was glaubst du, wer hat mehr gespielt? Die Leute in der Vergangenheit oder wir jetzt? Oder wer hat mehr spielen in der Zukunft? Ich glaube, besonders in der Kindheit hat unsere Generation jetzt mehr gespielt als in der Nachkriegszeit noch. Also wir haben auch Interviews geführt mit Rentnern. Und eine Rentnerin zum Beispiel hat uns erzählt, sie hätte einfach keine Zeit zum Spielen gehabt, weil sie auf ihre Geschwister aufpassen musste. Und sie hätte gerne gespielt, sagte sie uns, aber sie hat einfach keine Zeit und sie käme sich nutzlos vor, wenn sie gespielt hätte damals. Weil das waren einfach noch andere Zeiten. Und ich glaube, wir haben auch durch Actionfiguren oder auch hier Konsolen haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten auch gehabt zu spielen. Aber natürlich Erwachsene, ich meine, es gibt heute Urban Games Festivals, wo Erwachsene auch angehalten sind zu spielen, aber ob Erwachsene früher oder heute mehr gespielt haben, das weiß ich natürlich nicht. Ich würde mir wünschen, dass Erwachsene wieder mehr spielen, weil warum soll das nur was für Kinder sein? Auf jeden Fall. Glaubst du, so ein Festival wie Plain Siegen hilft dabei, Erwachsene mehr zum Spielen zu bewegen? Definitiv, weil die Menschen auf der Straße ja damit konfrontiert werden, dass plötzlich spielende Menschen an ihnen vorbeirennen. Und das kann auch erstmal so ein bisschen irritierend wirken. So, das ist doch, dass sie denken, das ist doch bescheuert, warum rennen erwachsene, gestandene Menschen plötzlich durch die Stadt und benehmen sich wie Kinder. Aber dann merken vielleicht manche Leute dann so, eigentlich hätte ich da jetzt schon Lust mitzumachen. Und vielleicht bewegt das auch die Leute, so ein bisschen aus sich herauszukommen und mal wieder zu sagen, so, das habe ich doch damals gerne gemacht. Warum will ich es denn jetzt nicht einfach nochmal probieren? Ja, ist für die nächste Playing Siegen schon etwas in Planung, um der Struktur, die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft ein wenig nachzugehen? Wir hoffen natürlich sehr, dass Plain Siegen auch noch in eine dritte Runde gehen wird, aber wir wissen es. wir wissen es natürlich nicht. Also, wir sind jetzt erstmal damit beschäftigt, dieses Festival hier abzuschließen und zu schauen, dass alles jetzt noch gut über die Bühne kommt. Und du hast es geschafft. Nein, ach so, du bist dann der Letzte. Naja, gut. So ein Interview zu führen ist ja auch eine psychische Belastung. Aber dann will ich kleine Kurven fahren und will keine kleinen. Also ein Festival, das nächste Festival ist noch nicht geplant, aber im Hinterkopf hat man natürlich schon, dass das doch jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein soll. Okay, gut. Ich glaube, ach doch, da kommt die Ziellinie.
Pünktlich mit Ende des Interviews. Sehr gut. Vielen Dank. Gerne. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in 2 Jahren dann wieder. Hoffentlich doch. Mit Sicherheit.